Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Don't Starve. Es ist ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, dementsprechend absolut blind. Wenn ich gleich auf Play drücke, drücke ich das erste Mal auf Play. Ich habe bisher nur die Settings gesehen, die ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte. Die sehen so aus. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich weiß echt nicht, was mich hier erwartet. Okay, man kann scheinbar zwischen mehreren Charakteren wählen, allerdings jetzt anscheinend noch nicht. Momentan können wir scheinbar nur den spielen. Ja, soll ein Survival-Spiel sein, wurde mir von jemandem empfohlen. Und es soll irgendwas mit Survival sein und man darf halt nicht verhungern oder so. Und man muss dann hinterher auf verschiedene Inseln. Mehr weiß ich auch nicht drüber. Ich habe bisher nur zwei oder drei Screenshots gesehen, das sah irgendwie lustig aus. Und ja, nachdem das Spiel für mich lustig aussieht, beschließe ich meistens, es mir direkt für 11 Euro zu kaufen. Doch. How long will you survive? Lange. Walk. Ja, okay. Was bist du? Hey. Okay, was ist das? Hey, ich habe einen Stock. Ja, man soll hier auch irgendwie craften können, so ein Kram. Jetzt habe ich noch Gras. Zeppelin. Okay. Da kann ich noch nicht hin. Was ist das? Ach ja, haben wir schon. Vielleicht kann ich ja. Nee. Okay, kann ich nicht verbinden. Okay, ich habe es jetzt auf den Boden gelegt, oder? Okay, du bist Vogel. Food. Habe nichts. Nein, ich wollte nicht. Nein, konnte nicht. Hä? Okay, jetzt im ersten. Oh, man kann raussuchen. Okay, so sehe ich allerdings. Jetzt im ersten Part werde ich herzlich wenig wissen. Also ich werde jetzt ziemlich unwissend hier rumlaufen. Was ist das? Rabbit Hole. Gras. Ich sammle jetzt erstmal einfach. Okay, was ist das? Seeds. Den kriegen wir auch nicht. Bin ich ein Vogel mit Samen? Nee. Panikel. Hier ist eine Map. Okay, die Map scheint ziemlich groß sein zu können. Marco. Ja, aber was muss ich jetzt machen? Überleben. Nicht nur klar. Wir sind gerade mal bei Tag 1. Ich habe vorhin noch gesagt, zu einem netten Jungen, der mir das Spiel empfohlen hat. Er hatte gefragt, darf ich misskommentieren? Ich sagte, nein, es ist mit Sicherheit interessanter, wenn ich das Spiel erstmal komplett blind spiele. So langsam glaube ich, ich hätte das nächste Angebot annehmen müssen. Denn so gar nichts zu wissen, ist vielleicht auch nicht gerade das Beste. Flower. Also Ziel des Spiels ist es, wie gesagt, zu überleben, sich Sachen zu craften und dann irgendwie, ja, davon zu kommen. Ist quasi, wenn man so will, eine Mischung aus DayZ und Minecraft. Und mir gefällt der Zeichenstil. Und ich da mit dem Stock dran. Und irgendwie ist es auch ein Click-Adventure, merke ich gerade. Ein Gras bringt mir doch höchstwahrscheinlich gar nichts. Mann. Warum hat mich niemand gewarnt? Was ist das? Hat er. Okay, hier ist wieder. Zieht. Gras. Ganz schnell, ganz schnell. Rennen. Rennen. Ach man. Ich denke gerade irgendwas von, ich brauche eine Karotte. Okay, ich brauche 8 Kot. Ah, okay, da steht, was ich brauche. Hier steht, ich habe nur noch 67 Magen. Wird er wohl irgendwo Code finden.
Mach cool. Kanickel. Mach cool. Map sagt, wir haben noch nicht ansatzweise irgendwas erkundet. Okay, hier ist jetzt ein anderes Gebiet. Vielleicht muss ich ein anderes Gebiet finden. Kann natürlich sehr gut sein. Mal wieder ein Vogel. Das ist ein Stein. Steine brauchten wir. Hier kannst du dich in seine Tasche packen. Im Wald finde ich da bestimmt Kot. Ein Schmetterling. Meiner. Komm, du holst dir jetzt den Butterfly. Du holst dir jetzt den Butterfly. Okay, es wird spät. Dementsprechend dunkel. Gelesen habe ich das allerdings nicht, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das ging etwas zu schnell. Ah, okay, man kann es wieder anbekommen. Hilfe! Die ist da. Ich kann aber mit dem Grab nichts anfangen. Ich würde sagen, ich spiele jetzt... Was ist das? Was brauche ich? Ja, ich verhungere eh gleich. Deswegen würde ich sagen, versuche ich das noch zu Ende zu spielen. Und danach hoffe ich einfach mal, dass der... Mann, wie kann mir der Name entfallen? Das ist so peinlich. Okay, nicht nur ihr seht gerade gar nichts, sondern ich auch nicht. Okay. Okay, das war's. Ich habe keinen Tag überlebt. Bin Level 1. Und habe immer noch nicht gut verstanden, was ich machen muss. Also ich würde vorschlagen, ich hole mir den Mitkommentator dazu. Oh, das ist so peinlich. Lars? Nee. Egal, der kommt ja gleich, hoffe ich. Denke ich. Dementsprechend bis gleich. Tschüss.